Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Lars Wilhelm und Hanna und ich sind hier im wunderschönen Island 10 Tage lang auf einer Fototour unterwegs und wollen Polarlichter einfangen und auch den einen oder anderen Spot hier zum besten Licht ablichten. Viel Spaß mit dem Video. Ja, wir sind in Island gelandet, hier in Keflavik. Wir haben gerade den Mietwagen übergeben bekommen, sitzen hier jetzt auch drin, weil Island zeigt sich von seiner Seite, die man eigentlich so meistens kennt. Es ist übelst am Stürmen und es ist bewölkt. Ja, von daher nichts Besonderes heute Abend hier mehr. Die Dame, die uns den Wagen übergeben hat, sagte auch, dass für morgen hier der übelste Sturm angesagt ist. Ja. Von daher werden wir jetzt gucken, dass wir irgendwo noch was zu essen bekommen. Die Hanna ist hier schon fleißig was zu essen am Suchen. Ich glaube, ich habe was gefunden. Sie glaubt, sie hat was gefunden. Ja, bin ich mal gespannt, was es jetzt gleich gibt. Und ja, dann werden wir uns auf den Weg machen zu unserer Unterkunft. Wir fuhren an diesem Abend noch etwa 2 Stunden nach Osten, vorbei an der Hauptstadt Reykjavik, sodass wir es am nächsten Tag nicht mehr so weit hatten. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind in unserem Apartment angekommen. Wir waren gerade noch was essen, dann waren wir noch im Supermarkt was einkaufen und dann sind wir noch 2 Stunden vom Flughafen Richtung Osten gefahren, weil wir ja komplett im Osten starten wollen und weil wir jetzt nicht morgen die komplette Strecke fahren wollen, haben wir gedacht, machen wir heute schon mal so ein paar Meter. Was uns hier schon aufgefallen ist, auf jeden Fall, ja, Island ist relativ teuer, wobei das war uns vorher eigentlich schon klar. Wir haben jetzt für einen Burger und eine Pommes und ein Getränk, das haben wir jeweils beide genommen und haben zusammen 35 Euro bezahlt. Das war schon ganz ordentlich, war jetzt auch kein besonderer Burger oder so. Also ja, und danach fahren wir nämlich einkaufen und da haben wir so, ja, für 2 Tage so ein paar Kleinigkeiten. Ja, ein paar Sachen waren schon, aber haben über 40 Euro bezahlt, also es war auch ganz ordentlich. Aber daran wird es jetzt auch nicht scheitern. Ansonsten Flug, ja, es hat eigentlich alles ziemlich gut geklappt. Hatte zwar eine Stunde Verspätung, aber das passte soweit. Mit den ganzen Kameras und so, Security-Check-In war das auch nicht ganz ohne. Wir hatten, glaube ich, am Ende 6 Kisten oder so, wo wir die ganzen Sachen reingetan haben. War relativ lustig, hat aber auch alles geklappt. Mietwagen, auch alles gut. Ja, und von daher können wir dann jetzt mal in Ruhe schlafen gehen und morgen früh geht es dann weiter komplett Richtung Osten rüber, hier auf Island, und von da werden wir dann mit unserer Tour starten. Ansonsten habe ich geguckt, morgen früh komplett bewölkt, keine Sonne kommt raus, heute Nacht auch komplett bewölkt, also keine Polarlichter irgendwie eine Chance drauf, und von daher werden wir morgen früh mal in Ruhe ausschlafen. Wer weiß, wofür es die nächsten Nächte gut ist. Guten Morgen, grau im Grau und es stürmt ganz ordentlich. Ja, wie prophezeit, wir werden jetzt erstmal die etwas weitere Strecke Richtung Südost-Island fahren und mal gucken, ob der Abend heute Abend vielleicht noch was bringt. Weiter ging unsere Fahrt vorbei an Vik. Und nach etwa 4,5 Stunden erreichten wir Höfen. Auf der Fahrt dorthin merkten wir, was Wind in Island bedeutet. Wasserfälle wurden von diesem aufgelöst.
Wir haben die 4,5-stündige Fahrt durch Island beendet und was hier heute windmäßig los ist, ist echt krass. Also 130 km/h Böen. Wir sind dann auch zeitweise mal ausgestiegen. Das war schon ganz ordentlich. Und auch während der Fahrt musste man mit dem Auto immer so ein bisschen gucken, wenn da mal so ein paar Böen kamen von der Seite. Wenn man sich das jetzt noch zusammen mit Schnee vorstellt und das jetzt so einem richtigen Schneechaos wird, dann wird es, glaube ich, schwer, an einem Tag diese 4,5 Stunden hier zu fahren. Das waren etwa, ich glaube, 315 Kilometer. Ja, es ist je nach Wettersituation dann blöd. Und deswegen haben wir das jetzt an den Anfang gelegt, sodass wir problemlos erstmal hier rüberkommen und dann auf der Rückreise, also auf dem Rückweg Richtung Flughafen, auf jeden Fall keine Probleme bekommen. Ja, ansonsten wettertechnisch, es nieselt jetzt so ein bisschen, es ist weiter heftiger Wind draußen, es ist jetzt gerade bewölkt. Wir werden nichtsdestotrotz jetzt zum Westerhorn fahren und uns da die Location einfach mal angucken. Da ist ja so ein länger gezogener Strand mehr oder weniger. Und wir wollen jetzt gerne mal einschätzen, ob der Wind das Ganze da wirklich zum Fliegen bringt, den Sand, oder ob man trotz des Windes da eigentlich Fotos machen kann. Weil heute Nacht, ja, so im Laufe der Nacht gegen 12 Uhr soll es aufklaren. Und das bedeutet, wir könnten Polarlichter sehen. Und wir wollen jetzt einfach mal schauen, ob sich das heute Nacht lohnt, entsprechend hinzufahren. Satz mit X, das Das war war wohl wohl nix. nix. Ja, wir sind jetzt gerade rausgegangen, jetzt fängt es hier voll an zu regnen und so. Und mit dem Wind haben wir jetzt gesagt, fahren wir nicht nach da vorne, weil man da Nee. auch bezahlen muss. Wir haben jetzt, ich glaube, 6 Euro pro Person, ne? Ja, 12 € knapp Genau, für uns 12 beide. Euro für uns beide bezahlt, um dann heute Nacht mit so einer Karte reinzufahren, weil hier ist so eine Schranke vor. Und das lohnt sich halt jetzt nicht, weil man jetzt sowieso nichts mehr sieht. Wir fahren jetzt doch wieder zurück in die Unterkunft, machen uns da einen ruhigen Abend und werden irgendwann heute Abend Aufbrechen. dann aufbrechen, wenn es klar wird, und dann hoffentlich diese Nacht Polarlichter hier sehen. Ja, was gut ist, jetzt haben wir es ja wirklich schon mal ausprobiert. Jetzt haben wir gesehen, wo müssen wir hin? Wissen wir, jetzt haben wir die Karte, müssen da nicht heute Nacht irgendwo an einem Genau. Automaten die Karte holen. Weil entweder muss man das hier in diesem Café bezahlen und kann sich da die Karte holen, oder es gibt an dem Café außen so einen Automaten. Wir haben es jetzt entsprechend drin schon bezahlt und Für beide war nicht so clever, aber genau, können dann direkt reinfahren. In dieser Nacht machten wir uns auf den Weg und wollten unsere ersten Polarlichter fotografieren. Allerdings war am Westerhorn ein solcher Wind, dass dies keinen Sinn machte. Daher suchten wir uns auf dem Weg dahin einen einigermaßen passablen Vordergrund und lichteten unsere ersten Polarlichter ab. Uns war danach aber auch gleich klar, dass dies noch nicht alles gewesen sein konnte. Am nächsten Morgen versuchten wir unser Glück erneut am Westrahorn. Guten Morgen. Ja, wir versuchen es jetzt heute Morgen nochmal beim Westrahorn. Also gestern Abend war das hier echt nicht ohne. Ich habe die Tür aufgemacht, bums, da kam übelst der Wind an und es war halt stockdunkel draußen und ich habe gedacht, alles klar, das kannst du vergessen. Also bei den Böen hier am Westrahorn war es echt schwierig. Dann sind wir halt ein Stück zurückgefahren. Da ging es dann besser. Da war dann etwas weniger Wind, aber trotzdem Stativ raus, Rucksack unten dran, um den einigermaßen zu beschweren. Gucken, dass einem nicht die Brille oder die Mütze wegfliegt oder so. Das war schon nicht ganz ohne. Aber wir haben das erste Mal Polarlichter gesehen. Ich bin mit der Ausbeute eigentlich ganz zufrieden. Es hätte schlimmer sein können. Ich bin ein bisschen traurig, dass es hier mit dem Westrahorn und dem Spot hier nicht funktioniert hat. Mit dem Polarlichter, weil es jetzt nächste Nacht auch nicht so toll aussieht. Deswegen war uns eigentlich schon klar, ja, wir müssen raus, wir müssen es versuchen. Aber ansonsten werden wir jetzt hier mal zum Sonnenaufgang gucken, was hier los ist. Also Wind ist immer noch ziemlich viel. Ich würde sagen, es ist ein bisschen, es ist ein ganzes Stück besser wie heute Nacht zumindest, wo ich jetzt gerade mal kurz die Tür aufgemacht habe. Aber so richtig gute sind immer noch nicht. Da macht es nur so bedingt Spaß. Gerade wenn man mit Stativ unterwegs ist, den Rucksack dranhängen muss und oh, das ist total nervig. Also ich hoffe, dass es gleich ein bisschen weniger wird und ansonsten werden wir, ja, wenn man aus der Hand fotografieren kann, hier mit der Kamera unterwegs sein und ein paar Fotos machen. Zugegeben, bei diesem Wind machte Fotografie nur bedingt Spaß.
Nach dem Sonnenaufgang ging es weiter zu einem alten Wikingerdorf, welches als Filmkulisse aufgebaut wurde für einen Film, der allerdings nie gedreht wurde. Das Dorf war insgesamt sehr heruntergekommen, hatte aber irgendwas Besonderes in dieser schönen Morgenstimmung. Mit den Eindrücken des Morgens ging es für uns erstmal zu einem Frühstück zurück in die Unterkunft. So, der Wind hat sich jetzt ein wenig gelegt und jetzt macht Fotografieren auch wieder etwas mehr Spaß. Wir machen uns jetzt hier auf den Weg zum Wasserfall. Heute Morgen am Westerhorn, ja, war das ein oder andere Foto dabei, hat sich auch auf jeden Fall gelohnt, dass wir es gemacht haben. War aber mit dem Wind dann doch ziemlich nervig. Der Sonnenaufgang war jetzt auch nicht der absolute Knaller. Aber gut, so ist das, wenn man unterwegs ist. Man sollte das Beste draus machen und das mitnehmen, was man bekommen kann. Ja, auf jeden Fall ein sehr cooler Spot. Wir haben diverse Fotos hier gemacht. Ja. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und jetzt regnet es hier. Wir haben uns eben in so einer Spalte darunter, das war ganz praktisch, dann untergestellt. Und haben da noch ein paar Fotos gemacht. Aber irgendwann muss man natürlich hier auch wieder runtergehen. Und das machen wir dann jetzt einmal. So, fertig für heute? Auf jeden Fall. Kurz noch einmal hier Bilder sichern und sichten und dann schlafen. Ja. War ja auch ganz ordentlich, was wir heute, schräger, gestern Abend noch abgeliefert haben mit den Polarlichtern und so. Aber ich denke, es hat sich gelohnt, ja. Genau, es hat sich gelohnt. Das ist halt das. Man schafft es einfach nicht in der kurzen Zeit, hier die perfekten Bilder hinzubekommen. Mhm. Also mich ärgert das halt echt mit dem Westerhorn. Ich hätte so gern Polarlichter mit dem Westerhorn zusammen gehabt und auch irgendwie so einen richtig coolen Sonnenaufgang. Aber man ist halt nun mal zwei Nächte hier und. Ja, das Wetter angewiesen, ne? Genau, jetzt gerade schüttet es draußen, ist die ganze Nacht bewölkt, soll die ganze Nacht regnen, also wir können auf jeden Fall mal in Ruhe schlafen, das ist das Positive. Andererseits, ja, wie gesagt, sehr schade, dass das mit dem Westerhorn nicht klappt. Gesundheit. Danke. Aber es wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass ich hier war. Vielleicht irgendwann nochmal, mal gucken. Dann habe ich zumindest noch einen Grund, nochmal wiederzukommen. Ansonsten werden wir dann jetzt wirklich mal schlafen. Genau. Und wir sagen dann bis morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, wir sind jetzt wieder unterwegs.
Wir haben unser Apartment ganz im Osten von Island jetzt verlassen, fahren aber jetzt hier noch so ein bisschen rum. Haben gerade Rentiere gesehen. Wir sind dann allerdings relativ schnell weggelaufen. Wir wollten dann auch nicht hinterherlaufen und sie wer weiß wohin drängen. Haben dann von der Straße so ein paar Aufnahmen gemacht. Ist natürlich mit unseren normalen Brennweiten bis 250 mm auf APS-C hatte die Hanna jetzt dabei. Nur bedingt möglich und ja, wir haben das Grüppchen dann zumindest mal fotografiert, genau. Ansonsten, der Wind ist wieder zurück und das ist echt nervig fürs Fotos machen. Aber gut, so ist Island halt nun mal. Und wir schauen mal, was wir jetzt vielleicht noch an dem einen oder anderen Foto hier machen können, weil wir müssen uns ein bisschen Zeit vertreiben, bis wir dann in der nächsten Unterkunft einchecken können. Island zeigte sich heute eher wieder von seiner windigen und graueren Seite. Das machte uns aber nichts groß aus. Wir verbrachten die Zeit einfach damit, ein wenig durch die Gegend zu fahren und gingen trotzdem an der einen oder anderen Stelle nochmal raus. Anschließend fuhren wir nach einer kurzen Stärkung die etwa einstündige Tour von Höfen zur Gletscherlagune weiter. Dort hofften wir darauf, dass einzelne Eisblöcke raus aufs Meer getrieben werden und als Diamanten zurück an den Strand kommen. Auf der weiteren Fahrt hatten wir noch das große Glück, ein einzelnes Rentier direkt aus dem Auto fotografieren zu können. Wir sind in unserer neuen Unterkunft angekommen und den Tag kann man ziemlich gut mit einem Bild zusammenfassen. Das blende ich euch jetzt einmal ein. Der Tag war überwiegend grau und grau. Nach der Hälfte des Tages fing es dann quasi durchgehend an zu regnen. Wir sind jetzt hier an der neuen Unterkunft erstmal zum Diamond Beach gefahren. Das ist so, ja, eigentlich mit der Hauptspot, wieso wir diese Unterkunft hier gewählt haben. In 10 Minuten ist man da vor Ort. Und da werden eigentlich so kleine Eisblöcke am Strand angespült. Allerdings, als wir gerade eben da waren im strömenden Regen, haben nur mal kurz geguckt, lag da kein einziger Eisblock. Vermutlich hängt das damit zusammen, die werden aus so einer Gletscherlagune rausgetrieben, die quasi direkt daneben ist. Und da der Wind vom Meer kommt und in die Lagune reindrückt, kommt da wahrscheinlich einfach kein Eisblock rausgelaufen. Ja, wir hoffen, dass der Wind nachlässt. Das sieht laut der Wetterprognose für die Nacht ganz gut aus. Und ja, wenn das Wetter einigermaßen passt, werde ich morgen früh trotzdem mal hinfahren. Jana kommt wahrscheinlich dann auch mit. Und dann werden wir unser Glück einfach mal versuchen und gucken, was geht. Ja, der Tag heute ist ein bisschen deprimierend. Aber für die nächsten Tage sieht es nicht wirklich so viel besser aus. Aber wir probieren es einfach aus. Wir werden es sehen. Gute Nacht. Das war er, Teil 1 der Island-Serie. Viele weitere tolle Erlebnisse folgen noch. Schnee, Wasserfälle, Polarlichter und vieles mehr.